Ja, der ist natürlich jetzt gebrochen und da brauche ich einen neuen für, weil sonst kann ich den guten hier nicht mehr in Betrieb nehmen. Also müssen wir mal gucken. Das müsste jetzt hier norwegische Lärche sein oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Holz, was auch auf meiner Terrasse verbaut wurde. Und falls es einen netten Hersteller gibt, der uns Paddeln gibt, habe ich das Ding ausgedruckt und beim Ausdrucken natürlich auf Seite anpassen weggemacht. Und wie man sieht, der passt. Ergo werden wir das Stück jetzt hier mal kurz aussägen. Veritas, 16 TPI Crosscut. Sagen, ne? Aber seit ich die Sägen habe, wird es bei mir immer sehr rechtwinklig. Na gut. Dann wollen wir mal dort unseren Griff draus machen. Da fällt mir ein. Ich habe gerade die Veritas-Säge in der Hand gehabt. Ne? Hier ist der Schleifblock von Veritas. Einfach hier oben aufschrauben, einklemmen, zuschrauben, fertig. Das ist jetzt, müsste sein, 120er Papier. So, da haben wir einen Sechser. Durchpassen tut er auch. Müssen wir nur aufpassen. So, ich lege mir wieder den so, dann wollen wir mal gucken. Ob wir da in die Mitte von dem. Ach, da wir sind schon in der Mitte. Okay. Kann man da sehen? Wir sind in der Mitte. Kann man nicht sehen. Na gut.
So. Ich habe jetzt gestoppt, als hier unten der Punkt rausgekommen ist. Jetzt werden wir uns noch angucken, wo der Punkt sitzt. Exakt bei 11, ja, 11. Also um 0,05 verrutscht. Was uns diesmal herzlich egal sein sollte. So. So, und wenn jetzt alles gut gegangen ist, sollte diese Schraube da durchpassen. Sollte. Das machen wir dann. Also, den da rein und da unten durch. Sollte das schon mal passen. Jetzt brauchen wir ein Viertel Zoll Pfosnerbit. Ein Viertel Zoll sind, ich habe keinen Bock jetzt nachzugucken, ein 33er. Ich glaube, ich habe einen 34er da. Mal gucken. Das ist ein 35er. Und den werde ich dann hier ansetzen. So. Wollen wir noch mal gucken, ob dieses Bohrfutter auch normale Bohrer aufnimmt. Danach aus. Kamera läuft. Ich würde ja sagen, der ist nicht sonderlich scharf. Und das wird auch so nichts. Dass er hier oben so ein bisschen geschwommen ist, macht nichts.
muss ich ja eh abrunden. Jetzt warte ich noch, dass er unten rauskommt. Das ist nur noch minimal. Das ist so minimal, dass ich das anders mache. Ich klemme da einfach was drunter. Ja, hat nicht sollen sein. Die war besser. Die Durchführung. Dann wollen wir uns mal die Rückseite angucken. Ausgerissen, aber wir haben ja hier noch ein Stück abzuschneiden. Das macht alles gar nichts. Dann haben wir hier die nächste Bohrung. Spitze guckt schon raus. Ich mache das einfach mal weiter. So. Fertig. Dran ist er. Funktionieren tut er auch.
aber ist nicht das schönste Modell. Ne? Mit dem Holz habe ich mich verschätzt, aber ganz gewaltig. Irgendwie war das ein Reststück und nicht das Zeus von der Terrasse. Ja, als Tech-Demo schon mal ganz okay, funktioniert. Das Rundfallen jetzt der Kanten und so, das habe ich mir komplett gespart. Den Mist habe ich komplett rausgeschnitten. Aber ihr seht, ich muss das Ding nicht irgendwie für 30 Euro nachkaufen, mit einem bisschen überlegen und nachbauen, einer guten Zeichnung. Sollte das möglich sein, auch mit Handwerkzeugen sowas nachzubauen. Ist ja für ein Handwerkzeug, warum soll ich das nicht mit Handwerkzeug? Ihr wisst, was ich meine. Ja, erster Test funktioniert, dran ist er, funktionieren tut er. Warum nicht? Ich werde mit besserem Holz natürlich das Ganze nochmal machen müssen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, aufgrund meines kleinen Teststückes, wie es funktioniert. Und vorerst kann ich ihn auch damit verwenden. Fühlt sich shit an. Was soll ich sagen? Erstmal Holz einkaufen, ne? In diesem Sinne, Like, Subscribe und so weiter. Kennt ihr alles. Bla bla, sagt jeder YouTuber. Ich wünsche euch was.